Liebe YouTube-Zuschauer, auf den YouTube-Channel kann noch live. Hier ist euer Wurzeltommy vom Hühnerberg, sind die Zentralturm Hühnerberg München live. Ja, schau uns doch hin. Zu Gast heute euer Wurzeltommy und der Kommentator heute. Ja. Der, und wie heißt er denn? Der kommt direkt aus Wien. Der Hägerli. Der hat sich ein bisschen wieder geschwer eingefangen. Na ja. Da steht es ein bisschen 1-0. Wie heißt der Baku? 1-0 steht es. Wir haben den Nationalspieler, der ist übrigens schwarz. Heißt Baku. Ja. Keine Ahnung, wo der hat. Der hat eine Kuh zu Hause wahrscheinlich. Nein, eine Nationalität hier in Deutschland. Mhm. Der hat ja da. Mei. Ja, ist so. Hast du das gerade gesehen? Brand. Das Rotbäckchen da von der Dorf. Das Rotbäckchen? Ja, klar. Gott, nein. Ja. Wie wieder seine Bierflasche hält, eins Auge. Ja. Über den Ranzer und dann wieder schwenkt er. Da geht nichts weg. Schau, da geht null weg. Ich habe keinen Ranzer, ich habe ein Hohlgerät. Gott. Hast du das ja auch wieder nee. Gehört? Ja, verreckt. Heute holen wir noch einen Schnäuzel, weil das gut führt zum Schnäuzen, okay. Zum Schnäuzeln. Das ist der Baku. Guck. Der ist gut, gell? Ja, das ist Internationalität scheinbar heute. Keine Ahnung. Ja, du. Der hat Staatsangehörigkeit und spielt bei Deutschland. Weißt du, wo der kickt? Bei Internationale Trunkelsburg. Die haben doch so eine internationale. Der hat aber normalerweise. Hat der deutsche Nationalität gekriegt hören, dass der für Deutschland spielt. Das ja, gibt's, ist ihm halt geschenkt, oder was? Ja, das gibt's nicht schon. Wie heißt der Rüdiger, ja? Ja, Rüdiger. Das ist der Schwarzwaldbimbo. Ja. Doch, der heißt offiziell so. Ja, lass der sich das gefallen, dass das so nennt. Der will so genannt werden. Der will so genannt werden? Ja, weil er echt rechterisch, ne? Echt? Ja. Warum wird der so genannt, oder? Ja, das ist doch kein Schlimmes. Das ist doch schön, wenn man zu dir sagt, Schwarzwaldbimbo, oder? Wenn er schwarz ist und in Deutschland kickt, bei Freiburg hat er kickt. Ja, aber wie kann einer das gefallen lassen, dass man das sagt? Wieso, was ist da schlimm, oder? Und das lässt er zu. Das kann ich mir vorstellen. Schwarzwaldbimbo? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass der sich das gefallen lässt. Der Start auf den Titel. Ehrlich? Boah, mein, wenn soll ich es nochmal fünfmal sagen. Boah. Da schmeckt mir ja gleich das Bier nochmal, wenn der mir das nicht glaubt. Dann bin ich weiße Schokolade. Wir haben jetzt übrigens nochmal zwei Länderspiele, gell? Ja. Am Samstag und am Dienstag. Also, was ist am Samstag für uns? Römer gegen Spanier. Hä? Das ist der Nations League. Ja. Das neue Klump da. Das neue Klump da. Ja, den wollen wir halt nachholen. Ah, ja, der Schwede. Baku. Klump keine da. Ahnung, wo geht der? Was ist das nächste? Spanien und das nächste? Ja, halt nochmal so Schwarzwald. Eingreiste. Oh. Ja, sehr rassistisch. Das ist er, guck. Das ist er. Ja, Herr Rüdiger. Ja, das hat der ist der Philipp Max. Der hat aber einen deutschen Namen, heißt der Rüdiger. Antonio. Antonio Rüdiger heißt er. Ja, also Toni Deppe bei ich sage, am Schwäbischen, weißt du, am Bayerischen. Oder der Rudel. Oder der Rudel. Ja, das ist der Rudolf. Ja. Aber der Rudi halt. Ja. Aber jetzt gibt es Eckball. Schau mal, das kann der. Das kann der. Philipp Max. Jetzt pass auf. Schau mal, wie sie standen alle. Das war ja Bonix. Das war Bonix. Ja, wo ich so Eckball geschossen habe, hat er mir der Trainer gesagt, die nächste geschießt der andere. Ja, und das wird dann Bombe. Und das ist dann eine Bombe. Ja, 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 Bombe. Das ist mein Wahlspruch. Ja, dann morgen ein Hähnchen mehr einkaufen und dann komme ich abends, ja? Ja. Kann man schon machen, weißt du? Ja, kann man schon machen. Gell? Dann kann man es halt aufwärmen, wenn du kommst. Das hört man halt nochmal auf, da ist es umso besser. Ja. Jetzt auch. Die Deutschen sind gut. Die Deutschen? Auch mit dem Zusammenkochen der Haufen, wo sie halt beieinander sind.
Also trotzdem 1-0 führt er zu. Ja, das ist gerade schon erwähnt. Ja. Und die Tscheche sind ja voll besetzt. Gell? Aufnehmen nur nach vorheriger Absprache. Jetzt komm. Jetzt haben wir nochmal alles rein. Ja. Da macht es Bumm. Dann fällt ein Tor. Da jubelt er. Und ha. Hälfte, Hälfte. St. Martin, St. Martin. Haben wir heute, oder? Ja, klar. Und 11.11. ist der Fasching losgegangen. Ja, heute ist Fasching losgegangen. Und weißt du, was da heute los ist? Oh, ich hab Nachrichten angeschaut, da war gar nichts los in Köln. da war tote Hose. Die meinen das alle per Livestream und auf YouTube-Kanal und so. Ja, ja, hat so was die letzte Jahr waren, so ein Schmarrer. Ja, ja. Life is life. Na. Steif ist Steif, la 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 la. YouTube, la 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 la. Na 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 na, YouTube. Na, na. Da war ich doch an der Bundeswehr, weißt du, in Landshut. Ja, ja. Und am Freitag haben wir immer Picobellos Zimmer und der Gang und Treppe und alles putzen müssen. Mm-mm. Und es hat nach Putzmittel gestunken. Das ist obersteril gewesen. Echt? Und da haben wir bürstet und dann haben wir immer laufen lassen, das Lied von Opus. Life ist life. Na 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 na. Livestream live. Na na na. YouTube live. Wir waren ja alle junge Hengste in der Zeit, ja, ja. Wenn ich das so sagen darf. Das haben wir alle gesungen. Steif ist steif. La 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 la. Und dann sind wir heimgefahren zu unserer Bräute. Ja? Oder Mädels damals. Braut war es nicht. Aber YouTube ist live. La 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 la. Live ist Stream. La 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 la. TV live, live. Hegele und Tommy, ja, die sind heute live. Live. La 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 la. Life is life. Life. Oh. Jetzt gibt es ja da für die Tschecher. Ja, ich müsste ja lachen. Die kaufen da heimwärts. Ja, du, die sind stark besetzt. Unterschätzt ihr ja bloß nicht. Ich unterschätze niemand. Weil wir haben da bloß jetzt da die C-Mannschaft von der Deutschen. Ja. Laut der junge Kerle. Ja. Aber denen muss auch eine Chance geben, weißt du? Lauter junge Bibler, ja. Wo irgendwie richtig gut sind. Ja, die muss auch. Die heute die Chance. Ja, die müssen ja auch eine Chance kriegen. Ja, einfach mal ohne die Top-Wunder. Und ohne die Superstars. Ohne die FC Riesenklasse Bayern. Ja. Und der Leipzig, auch gut, auch Köln. Aber ich müsste halt einmal dir her, Alter. Und ich schaue bloß einmal ein Testspiel, dass man sieht, was die junge Hupfer kennt, gell? Ja, logisch. Toll. Der Löw will sehr, dass die sich zerreißen und dass die wirtschaftlich zusammenhalten können. Das will und, sehr. Und passen muss es. Und dass sie zusammenpassen. Ja. Und dass einer für den anderen. Du, ich bin jetzt, ich weiß jetzt nicht, für wen ich da bin, ganz ehrlich gesagt. Gell. Ich bin für Deutschland, wie immer. Ja, aber ich sag's ganz ehrlich. Du. Ja, hey, jetzt auch so ein Krieger da. Ich hab bloß ein Testspiel. Ja, immer für Deutschland. Ich hab bloß ein Testspiel. Nein. Passen muss es, zusammenhalten. Da zählt nicht das Tor, wie viel Tore man schießt. Ja. Nein, wie sie mannschaftlich auftreten, das ist wichtig. Das ist halt schon, man muss halt schon den Jungspund eine Chance geben, oder? Ja, klar. Ja. Den Heiner macht es auch keiner. Spricht nichts. Ja. Könnt du gar nicht, Kapitän, ich fahre weg. Da, jetzt Tschechen, guck. Schau, das war Zeitrag, kein Problem. Da der Zicker, wo der Hörner hockt, gerade, gell? Ja, aber jetzt haut der Sprich raus, du. Nein, das ist wahr. Ja. 10 Jahre hintereinander Captain wie ein Eintracht. Ja. Und dann war es 12. Jahr, dann hat er gesagt, wisst ihr was? Jetzt mache ich nicht mehr Captain. Ja, jetzt Captain. Kommt der Junge dran. Ja, der Junge dran. Dann hast du Stiebe übernommen. Ja. Stiebe, Natter, raus, oder der Kerl. Jetzt zeigt euch mal was. Oh. Liebe YouTube-Zuschauer,
Jetzt geht's los. Also dieser Mann, gell, also der mal, er sagt, er war da gut, gell. Jetzt zeige ich mal Ihnen was, liebe YouTube, jetzt zeige ich mal Ihnen was. Jetzt gehen wir mal kurz da rein, dann zeige ich Ihnen was. Kanone. Die wilde Kanone kommt jetzt. Pass jetzt mal auf. Die Kanone. Jetzt kommt da mal was Wildes. Schauen Sie, Hegeli. Soll ich das halten, oder? Ja, heben wir mal kurz. Ja, ein bisschen abstauben können wir so mal. Ja, schauen Sie. Das hab ich gewonnen. Ja? So. Schau da. Schau, das hab ich gewonnen. Ja. So, haben wir es jetzt. Ja. Dann muss ich das nochmal mit. Jedes Jahr so ein Zeug, so eine Kanone nochmal machen. Ja, ein bisschen arg voll stappt, gell? Ja, das macht doch nichts. Ja, ein bisschen. Kann man schon keine Spinnen. Ja, das war mein ganzer Stolz. Da guck an, der war schon Torschützenkönig da. Der Bobby. Einmal. Und dann, wenn es am schönsten ist, muss man aufhören. Weißt du, ein schöner Gruß übrigens vom Pöschl. Pöschl? Pöschl. Pöschl, Peter. Ja? Pater Isidor. Der Steuerberater. Wie schöner Gruß. Ja, das soll ich ausrichten. Steuerberater. Ja, der Peter Pöschl. Der heißt auch so wie der, wo der Diebe liegt, aber Pöschl zum Nachnamen. Der Peter Pöschl. Sagt mir nix. Der beste Steuerberater, wo Memminger je gehabt hat. Ehrlich, kennt er meine Videos? Ja, der kennt uns. Wer kennt uns? Dann der schau. Der seid heute zu mir. Das war, wo ich ausnahmsweise ihn mal wieder drauf habe. Da seid immer Bubi zu mir, weißt du? Bubi! Du musst schneller da sein, jetzt auch. Ja, schaut der die Videos an, oder was? Wir werden überall angeschaut. Echt, oder? Hast du die Tasche gesehen, tausendprozentig. Ja. Jetzt ja! Aber du, hoch einmal. Ja, hier. Ich kann mir gerade vorstellen, dass das so viele Leute immer sehen, so wenig Klicks, wie ich immer habe. Ja, ich soll einen schönen Gruß ausrichten. Da muss der mir von YouTube kennen, das kriegt er. Pater Isidor wird zum Spitznamen genannt. Also. Steuerberater Peter Pöschl. Peter Pöschl? Ja, der ist schon Rente. Ja, jetzt habe ich. Aber er macht noch immer noch Steuer. Also. Ist ein ganz netter Mensch. Ein ganz netter Mensch. Ein ganz netter Mensch. Na ja, ein ganz netter Mensch. Ja. Weißt du, der hat rotes Wiener Geschmäck. Und wenn der Nägel stellt. Nägelsuppe. Dann muss er da schon 5 Nägel drin sein. Und jetzt! Oh! Da sagst du ja, kannst du kein Durchschießer. Nein, aber jetzt hätte ich gedacht, der hätte den Unterdruck klatschen lassen. Ja, verstehst du? Ein junger Kalli. Also ein Spieler, die kennt man gerade, gell? Bei Deutschland. Hammer. Keine Ahnung, den habe ich nicht kennt gerade. Ich glaube, der kickt bei Gladbach. Aber ist doch gut, dass die 1-0 führen, die Deutsche. Schau mal das an. Die geht schon ab, gell? Ich kenne Robert hat jetzt fünfmal hat er schon Klasse gehalten. Fünfmal Klasse gehalten. Ja, das ist der Pavlenka, der ist beim SV Werder Bremen. So, und wir schauen jetzt noch weiter Fußball, gell? Ja, logisch. Also, das war's mal wieder. Oh. So, ja, den brauchen wir jetzt halt nochmal. Oh. Also dann, liebe YouTube-Zuschauer, das war's wieder vom Hühnerberg-Sendezentral, Tommy Menge in Hühnerberg live, euer Wurzeltommy und der Herr, verabschieden Sie sich auch noch. Ja, ich muss gerade Fußball spielen. Ja, ich bin doch ein Hägerli. Also er will sich sagen, er wollte es gerade noch, Sie wissen es ja. Also dann, Servus. Bitte Gott. Elisabeth, Lego, und auf Wiedersehen. Der Bäckle, sie, hockst du, dann sonst mit ins Bett, dein Kopf. Servus. Oh.